Denn wir wollten ja alle schon immer mal Science Fiction. Space Gun. Du, 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 du. Space Gun. Das ist ja auch eine Space Gun. Ich habe schon viele Zukunftsfilme angeguckt. Aber das war der echte Mega Blaster. Mit dem kannst du wirklich bei Star Wars mitmachen. Hallo, Le. Heute machen wir den Vergleich oder heute testen wir unseren neuen Staubsauger von Amazon, den Yashin V16. Ich bin ja mittlerweile ein Staubsauger-Experte. Wir haben ja schon viele Staubsauger jetzt durch. Das ist. Machen wir erstmal den schönen Stick Vacuum Cleaner, Cordless Stick auf. Muss ich sagen, bei Amazon bestellt, 3 Tage später da gewesen, schneller ging nicht. Dann einmal auspacken. Wir also hier Battery Indicator, Filter Cleaning Alert, Intelligent Vacuum Cleaner, Cordless Stick Vacuum Cleaner. So soll er dann aussehen. Und schönes handliches Paket. Betriebsbezeichnung hier Yashin SVAV 02A02. Irgendwas mit V. Bedienungsanleitung für die Halterung. Ordentlich verpackt. Die zweite Düse. Eine der zwei Düsen für diese Handhalterung. Aber weiter aus. Das ist die Handhalterung für Space Gun. Handhalterung. Handhalterung. Da kommt nachher dieses Glas dran. Mal gucken, ob das direkt dran kommt oder über ein kleines Verlängerungsrohr. Ich weiß auch nicht, warum wir das so freut haben. Wandhalterung. Staubsaugerrohr. Ladeteil. Akku. 25,2 Volt Power Cordless. Im Aufkleberle. Aufkleberle brauchen wir nicht mehr. Also zunächst mal erstes Fazit, die Teile sind wirklich ordentlich verarbeitet, also ordentlich eingepackt, ordentlich hergerichtet, macht zunächst mal einen Top-Eindruck. Okay, jetzt machen wir uns mal ans Zusammenbauen, weil ohne die Anleitung weiß ich jetzt eigentlich nicht, wie ich mache. Die First Come First Served, kontaktieren Sie bitte die Bestellnummer Kundenerlebnis. Ein Yashin Lithium-Ionen-Akku dazu. Hey, das mache ich. Deutsche Anleitung, sehr gut. Aufbau, Batterie, Luftauflass, Auslass, Hauptmotor, Staubbehälter, Entriegelungstaste im Rohr, Rohr, Entriegelungstaste der Walze, LED-Frontlicht. Also, oben reinklicken, das kriegen wir hin. Wir machen, klicken, hier, Yashin, einmal klicken, achso, beide, man muss hier beide reindrücken. Hier ist eine Entriegelungstaste für das Ding, darum, achso, deswegen geht es nicht rein. Da muss ich mich noch gewöhnen, also nochmal so, macht das raus. Beide reindrücken, dann geht es auf. Behälter wieder zumachen. So geht es wieder rein. Klicken, fertig. Dann haben wir Rohr anschließen. Rohr anschließen geht hierher. Klicken, fertig. Und jetzt kommt noch die große Bürste vorne ran. Auch klicken. Hier die zwei Stromstecker. Hey, geil. Geht doch einfach. Dann haben wir die Anleitung hier für harte Böden. Nimmt man die Bürste, die jetzt drin ist. Das heißt, die ist für den Boden und die Bürste ist für den Teppich. Der da.
Foto. Der da. Dann haben wir aufgemacht und an der Seite kommt die Bürste raus. Das gucken wir uns nachher an. Da ist ein kleiner Hebel dran an der Seite. Haben wir das, wofür ein Staubsauger einmal da ist. Und zwar schalten wir den ein, hier vorne. Das ist die Staubdüse. Volle Neue. Sieht so aus, als wenn ich stehe würde, aber die steht nicht, sondern die läuft ganz schnell. Also wir machen jetzt mal hier gleich eins. Wir fahren mal hier über den Dreck rüber. Das saugt hier sauber ein. Hey, das ist echt gut. Saugt schon mal ordentlich. Ich euch gleich mal im Vergleich dazu der AEG. Achtung! Ist jetzt der kleine AEG. So, und jetzt fahren wir mal hier nochmal ganz normal hier so eine kleine Strecke ab. Der hier, der muss weg. Also was ich angenehm finde, ist, dass er sehr leicht läuft, leise läuft. Also, danke für mal ein. So eine kleine Leuchte drin, wenn man hier gegen was fährt oder wenn man fährt nach vorne, dann macht man natürlich die Leuchte an. Das heißt, hier dunkle sehe ich dann was. Das ist praktisch. Was ich auch praktisch finde, ist diese Regelung vorne mit dem drehbaren Teil. Das ist echt praktisch. Cool. Achtung, mal Dreck. Unterm Tisch. Unterm Tisch ist ja immer so eine schwierige Ecke. Dann vor allem auch an den Kanten mal gucken. Ah, da kommt jetzt der Boden, ne? Mit einer Hand. Dann haben wir dahinter diese Anzeige dran. Da kommt schon einiges an Dreck zusammen. Was ich ganz toll finde, ist das mit dieser Filterfunktion, dass das alles hier draußen ist. Jetzt nochmal zum Vergleich. Nur nochmal zum Vergleich. Die Schwierigkeit dafür einen Staubsauger oder was macht ein Staubsauger aus, ist eigentlich immer die Frage unterm Sofa, an der Treppe, ja, und leise muss auch noch sein. Deswegen, jetzt gehen wir unter die Dings, unter das Sofa. Zusammenstecker, zack, ran damit, Turbo Power für Turbohälter. Und jetzt im Detail, mit der Detailaufnahme, was nicht toll dran ist, ist, dass da unten Lichtle dran ist. Achtung, wenn man immer dann mit dem Eich hat, dann gehen wir ja unten los. Achtung. Was mir hier auch so schön sieht, ist, wie der Dreck in manche Spuren wegläuft. Mit Autobahn. Das war jetzt die Aufgabe Nummer 1. Oh, ich habe mir gar nicht voll ganz Zeit.
Aber jetzt kommt ja Aufgabe Nummer 2. Und ich glaube, die Aufgabe Nummer 2 habe ich voll gleich nachgeschoben. Das, wo jetzt drauf steht, das ist auch eine Meisteraufgabe. Und zwar Meister heißt Teppich.